Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist mein Geburtstag. Und ich glaube, ich hätte mir kein schlechteres Datum dafür aussuchen können. Es ist der traurigste und einsamste Geburtstag, den ich jemals hatte. Denn Deutschland steht still. Nichts hat mehr offen. Wir sind gefühlt alle in Quarantäne. Dabei wollte ich doch eine fette Party machen. Mit meinen zwei Freunden, die ich habe. Nee, Spaß beiseite. Aber irgendwie ist es wirklich so ein bisschen trauriges Gefühl. Es hätte bessere Zeitpunkte geben können, um Geburtstag zu haben. Das Einzige, was ich mir von euch wünsche zum Geburtstag, liebe Freunde, wäre folgendes. Ich habe auf Instagram seit 5000 Jahren mal wieder ein Foto gepostet. Ein Geburtstagsfoto. Jeder, der ein bisschen Ehre im Körper hat, liebe Freunde, geht jetzt auf Instagram. Ich heiße einfach nur Jero. Link ist auch in der Beschreibung. Folgt mir dort natürlich, wenn ihr es noch nicht tut. Und lasst einen Daumen nach oben da auf meinem Geburtstagsbild. Wäre Wahnsinn, liebe Freunde. Heute gibt es wieder die gruseligsten Videos im Internet. Und jetzt will ich gar nicht mehr lange Zeit verlieren, nachdem ich euch meine traurige Geburtstagsgeschichte erzählt habe. Fangen wir an. Bevor es losgeht, liebe Freunde, wer Bock hat, das Format natürlich wieder regelmäßig kommt, der ist ein richtiger Ehrenmann. Hier zuletzt einfach einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass die gruseligsten Videos im Internet regelmäßig kommen. So, Freunde, der Mondlichtmann, ein Horrorfilm. Ich bin mal sehr gespannt, ob er uns in die Knie zwingt, liebe Freunde. Wir sehen eine junge Frau, sie läuft auf einer schlecht beleuchteten Straße, so fangen viele Horrorfilme an. Und ich habe immer Angst bei Horrorfilmen, irgendwie, dass sie mich so in einer Sekunde so aus dem Nichts so erschrecken und ich fast vom Stuhl fahre. Ich habe immer Angst vor sowas. Ich drehe sogar immer absichtlich immer die Lautstärke so ein bisschen runter bei so Horrorfilmen, weil ich immer Angst habe, dass ich so erschreckt werde auf einmal. Ich bin immer auch so ein... Mich kann man leicht erschrecken. Okay. Was ist das? Oder besser gesagt, wer? Sie geht zu ihrem Auto. Gut, was soll man in so einer Situation noch tun? Man würde weglaufen. Und im Auto ist man ja vermeintlich sicher. So. Ah, lässt die Schlüssel fallen. Sollte nicht passieren. So, jetzt sind sie weg. Ja, okay, sie sind weg. Wahrscheinlich hat sie jetzt dieser Typ oder was? Dieser Mondlichtmann. Ey, aber Leute, ganz ehrlich, würdet ihr jetzt so unter dem Auto gucken? Gut, sie muss ja so, aber ich hätte richtig Angst, dass unter dem Auto jemand ist. Also ich... Na gut. Okay, langsam hat mich der Film. Langsam hat er mich. Langsam hat er mich. Der Puls geht ein bisschen hoch. Der Puls geht hoch. Komm, fahr weg. Ah, nee, seht ihr keine Schlüssel? Seht ihr keine Schlüssel? Okay, das ist wahrscheinlich das Gruseligste, was mir passieren kann. Du gehst ins Auto, du machst die Verriegelung zu und auf einmal geht sie wieder auf. Ich weiß nicht, im Auto fühle ich mich aber auch immer sicher. So, aber gut, so sicher ist man halt nicht. Zur Not kann jemand die Scheibe einschlagen. Ist auch jetzt nicht so schwierig. Also gut, mit der blanken Faust, das vielleicht nicht, aber wenn er irgendwie Hilfsmittel hat. Ich habe Angst, ich habe irgendwie Angst. Alter, nein! Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er jetzt hinten sitzt. Also quasi auf dem Rücksitz auf einmal sitzt. Aber dann ist er außen und sie kommt nicht ans Handy. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder auf. Am Ende taucht er noch hinten auf oder am Ende sitzt er da hinten so drin. So, die Taschenlampe. Was macht sie? Sie geht raus. Ist sie todesmutig? Also das würde ich mich nicht trauen. Was will sie mit der Taschenlampe? Will sie ihn schlagen? Ah, sie also ich meine, das ist ja nun wirklich eine sehr mutige Dame hier, die direkt, okay. Ah, da sind die Autoschlüssel. Auf einmal sind sie wieder da. Jetzt sitzt er da am Steuer, oder? Nein, sitzt er da drin. Nein! Nein, er ist nicht drin, okay. Ah, mein Gott! Okay. Okay, Freunde. Ich will nicht sagen, aber dieses Video hat mich wirklich verstört. Dieses Video hat mich ernsthaft verstört. Also, richtig gut gemacht. Von Danny Donahue ist der Film. Ich werde den auch verlinken in der Beschreibung. Super Film. Muss ich sagen, mit der unerwarteten Wendung. So, nächstes Video. Der meint, irgendjemand ist unterwegs. Ich weiß nicht, diese nächtlichen Autovideos, die kriegen mich immer. Die kriegen mich immer. Er meint, unter dem Schild steht jemand. Okay, ich sehe nichts. But this thing is scary as hell.
Er hat noch niemanden gesehen, der so aussieht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht bin's ja ich. Oh no, still too far. I'm getting on the road here. By it and I don't see nothing still. Also ich sehe immer noch nichts. Noch sehe ich nichts. Vielleicht ist die Person ja verschwunden. Glaube ich nicht. Where the fuck is it? Wo ist er hin? Wo ist er hin? I don't know where they went. Eine Person, die er noch nie so gesehen hat. Er steht da, meint er. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, er filmt es auch mit dem Handy, deswegen ist es auch hochkant gefilmt. Ja, es ist ja immer dasselbe wieder. Also, diese Videos, ich wünsche mir einmal so eine 4K-Qualität. 4K, das wäre echt mal schön. Ich sehe einfach nichts. Noch nichts. What the fuck is that? Da ist er. Doch, da ist er. Freunde, wir haben ihn. What the fuck? But they got like some. Okay, er sieht aus, als hätte er ein richtig komisches Gesicht auf jeden Fall. Ich meine, das könnte man auch über mich sagen, wie gesagt, aber. Sieht ein bisschen aus, als hätte er diese Maske von Haus des Geldes an. What the hell is that? Was hat er denn da? Okay. Das ist nicht normal, oder? Das ist irgendeine Maske, oder? Ich meine, nichts gegen diesen Mann. Vielleicht ist er einfach nur ein Typ, der da steht und hat einfach einen etwas nicht ganz so normalen Komfort, wie gesagt, aber ich meine, es ist eine Maske. What the fuck? Er fährt weg. So, da haben wir jetzt nochmal das Foto und. Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine Maske. Das ist. Nein, es muss eine Maske eigentlich sein. Was sagt ihr, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Kleine kurze Werbeunterbrechung. Dir ist langweilig, du liegst nur zu Hause rum und weißt nicht, was du tun sollst? Dann hör doch jetzt in die neue Folge Mystery Cast rein. Es geht wieder um einen ungelösten Fall. Hörspielelemente und Besprechung mit meinem Kollegen Shimmy. Von wahren, nie gelösten Fällen. Wir versuchen sie zu analysieren und sie möglichst detailgetreu nachzuerzählen. Erster Link in der Beschreibung führt euch zu der Mystery Cast Playlist. Der könnt ihr folgen beim Streaming-Anbieter eurer Wahl. Ob Spotify, Apple Music oder Amazon. Da findet ihr dann alle Folgen, die ihr stundenlang hören könnt. Erster Link in der Beschreibung. So, nächstes Video. Wieder, heute haben wir wirklich die nächtlichen Autovideos. Alter. Wow, allein der Soundeffekt hat mich schon erschreckt. Also heute haben wir es aber mit den nächtlichen Autovideos. Ich fahre nie wieder nachts Auto. So. Der junge Mann starrt auf die Straße. Da haben wir noch jemanden mit dabei. Ist er verletzt? Ich habe eine Verletzung im Gesicht, oder? Okay. Die Kameraqualität ist auch nicht die allerbeste. Aber gut, es ist nachts. Da sind die meisten Kameras nicht ganz so stark. Sind unterwegs auf so einer einsamen Landstraße, würde ich bezeichnen. Ein Telefonat. Ich verstehe gar nichts. Aber irgendwas wird wahrscheinlich gleich passieren. Who was it? I don't know, it was just a withheld number. What did they say? They didn't say anything. Okay, irgendwie jemand angerufen ohne Nummer und die haben nichts gesagt. Okay. Ich gehe gar nicht mehr ran, wenn jemand anonym anruft. Mach ich nicht. Ich habe auch immer Panik, dass jemand meine Nummer rausgekriegt hat. Guys, sorry. So, was ist da jetzt? Sorry. Die Straße ist doch ziemlich eng, oder? Wenn da jemand entgegenkommt, dann viel Spaß. Da ist irgendwas, oder? Ist das ein anderes Auto? Lichter da hinten? Was ist das? Shit. Sorry, I got you guys. Ach nee. Okay, es waren einfach nur Schilder. Ich actually think that's gonna help. Well, I've got to try something, haven't I? So, aber ich muss sagen, es ist eine sehr unbesiedelte Gegend, würde ich jetzt mal schon behaupten. Also da ist recht wenig los. Oh no! Oh my God. There's nothing we can do! Ach, es ist wieder dieselbe. Es ist wieder dieselbe Straße. Oder? Also, sie fahren immer quasi im Kreis, ohne es zu wollen. Jetzt verstehe ich langsam den Sinn dieses Videos. Okay, sie wollen quasi weg und. Okay, ich hab's. Nothing works. Ah, sie kommen immer wieder in so eine Zeitschleife. Das ist ja geil. Alter, was ist das? Wer, Alter. Okay, ist schon wieder eine Maske. Ey, ich schau, bevor es der Typ von dem Video davor. Das fände ich feiern. Hat der so eine Gasmaske auf? Er steht da einfach nur da. Ich sag immer, bei solchen Sachen, ich finde es teilweise gruseliger, wenn diese Personen sich einfach nicht bewegen. Wenn die einfach nur rumstehen. Finde ich oft viel gruseliger.
Er meinte so, ja, was sollen wir machen? Er meinte, fahren. Ja, sollen sie ihn überfahren? Können sie auch nicht machen. Drive. Fahr. Okay. Go, 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 go! Oh. Okay, 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 das Video war auf jeden Fall heftig, Freunde. Das war richtig gut, das hat mir richtig gut gefallen. Jeder, liebe Freunde, der Bock hat, dass das Format wieder regelmäßig kommt. Jede Woche, der lässt einen Daumen nach oben da. Es liegt an euch, liebe Freunde, ich würde mich natürlich sehr freuen über Daumen nach oben. Checkt mich auf Instagram ab, liebe Freunde. Jero heiße ich dort. Ich habe endlich mal wieder ein Foto gepostet. Ich erwarte einen Daumen nach oben von euch. Wäre ein tolles Geburtstagsgeschenk, liebe Freunde, an diesem wirklich einsamen Geburtstag. Aber gut, wie gesagt, erster Link in der Beschreibung, kann ich nochmal ganz kurz für Werbung machen, gibt es Mystery Cast, die Playlist, gibt eine neue, sehr spannende Folge über einen echten, wahren, ungelösten Kriminalfall. Da könnt ihr auch zum Einschlafen zum Beispiel hören heute noch. Erster Link in der Beschreibung, checkt die Playlist ab, folgt ihr, wenn ihr es noch nicht tut. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.